In Sicherheit. Bevor Sie den Unbekannten treffen, müssen wir noch ein paar Fragen zur Beurteilung Ihres Zustands klären. Kommen Sie schon, Miranda. Noch mehr Tests? Shepard hat die Max ohne Probleme erledigt. Das muss doch reichen. Der Angriff war vor 2 Jahren. Der Unbekannte muss wissen, dass Shepards Persönlichkeit und Gedächtnis intakt sind. Deshalb die Fragen. Das ist Zeitverschwendung. Ich fühle mich so gut wie immer. Je früher wir damit anfangen, desto schneller sind wir fertig. Beginnen wir mit der persönlichen Vergangenheit. Okay. Laut Unterlagen waren Sie das Kind von Raumfahrern und wuchsen hauptsächlich auf Schiffen auf. Sie haben sich zum Militär verpflichtet und den Angriff eines Dreschlons überlebt, dem der Rest Ihres Teams zum Opfer gefallen ist. Erinnern Sie sich daran? Ich habe an dem Tag viele Freunde verloren. So ein Erlebnis verändert dich. Und es kann dich zerbrechen, wenn du es zulässt. Ich habe den Bericht gelesen. 50 Marines sind auf Akkus gefallen. Nur Sie nicht. Zufrieden, Miranda? Fast. Versuchen wir es mit was Aktuellerem. Würmeier, wo Sie Sarens Klonanlage zerstört haben. Sie mussten ein Mitglied Ihrer Gruppe zurücklassen, das bei der Explosion gestorben ist. Leutnant Kaidan Alenko ist im Einsatz gefallen. Sie waren dafür verantwortlich. Warum haben Sie ihn zurückgelassen? Das Kommando zu haben heißt manchmal, Befehle in dem Wissen zu erteilen, dass eigene Leute dabei sterben werden. Das darf aber keinen Einfluss auf die Entscheidung haben. Kaidan hat sein Leben für den Rest des Teams gegeben. Ohne ihn hätte ich Saren nicht aufhalten können. Er starb als Held. Ich verstehe, Commander. Ich wollte Ihre Entscheidung auch nicht anzweifeln. Jeder bei Cerberus weiß, dass die Klonanlage zerstört werden musste. Shepard, denken Sie an die Citadel, nachdem die Allianz die Destiny Ascension gerettet und Sie Saren getötet hatten. Was ist dann passiert? Und das ist die einzige Stelle, an der man etwas verändern kann. Denn wir müssen uns nun entscheiden, wer ist dem Rat beigetreten. Das haben wir im ersten Teil ungeklärt gelassen. Wir haben keine Empfehlung gegeben. Und so müssen wir das jetzt im Nachhinein noch vornehmen. Und ich bin mir immer noch ein bisschen unsicher. Einerseits mag ich natürlich Anderson viel mehr als Udina. Andererseits ist Udina natürlich der weitaus bessere Botschafter. Und, beziehungsweise das weitaus bessere Ratsmitglied, weil er einfach ein Vollblutpolitiker ist. Und Anderson hat nicht diese Kontakte. Deswegen, obwohl ich ihn nicht so sehr mag, werde ich mich für Udina entscheiden an dieser Stelle. Übrigens finde ich auch ganz toll, ach, ich kann gar nicht da oben hinzeigen gerade, die Narben bei Shepard im Gesicht, die halt die ganze Zeit immer anzeigen, ja, er wurde von den Toten zurückgeholt. Es ist irgendwas Unnatürliches an ihm. Der Menschheit wurde ein Sitz im Rat angeboten. Ich habe Botschafter Udina dafür empfohlen. Stimmt ja, nicht ganz. Botschafter Udina ist jetzt Ratsherr Udina. Er hat die Interessen der Menschheit einwandfrei vertreten. Ich bin nicht sicher, ob er genug getan hat. Aber so ist eben die Politik. Ihr Gedächtnis scheint in Ordnung zu sein. Es gibt noch weitere wichtige Tests. Kommen Sie schon, Miranda. Schluss mit dem Quiz. Das Gedächtnis ist da und für Shepards Kampffähigkeiten kann ich persönlich bürgen. Vermutlich haben Sie recht. Hoffentlich akzeptiert der Unbekannte unseren kleinen Feldtest als ausreichend. Was für eine Station. Ja, wir sind da. Der Unbekannte wartet im Nebenraum auf Sie. Ja, wir sind da und werden gleich den Unbekannten treffen oder so ähnlich. Das werden wir aber gleich noch sehen. Wir hatten schon die erste Entscheidung, jetzt wieder zu treffen. Weil wir das im ersten Teil aufgeschoben haben. Stimmt ja nicht so ganz, was Shepard gesagt hat. Wir haben Udina nicht empfohlen. Wir haben das vollkommen offen gelassen, wen wir da nehmen. Aber für irgendjemanden muss man sich halt entscheiden. Eigentlich ist es wirklich völlig egal, wen man da nimmt. Es ist auch egal, ob man den Rat getötet hat oder nicht, glaube ich. Das ist halt einfach nur, ja, ist halt Zierde letztendlich, ne? Aber gut, reden wir erstmal mit Jacob und Miranda. Und dann schauen wir beim Unbekannten vorbei. Ich würde den Unbekannten nicht warten lassen. Dann machen wir es andersrum, wenn Jacob das sagt. Der Unbekannte wartet im Nebenraum auf Sie. Gut, machen wir uns nach unten. Aber erstmal möchte ich noch kurz hier hin. Wir können unsere Panzerung nämlich in diesem Teil modifizieren. Denn in diesem Teil geht es nicht mehr so ab wie im ersten. Hier wird nicht mehr eine Panzerung ausgesucht nach dem Aspekt der Funktionalität, sondern hier ist es reines Aussehen. Können uns hier anschauen, so sieht die N7-Ausrüstung aus. N7 ist, ich glaube, eine Elite-Einheit der Menschen bei der Allianz. So, wir haben momentan Panzerung und informelles Aussehen. Beim informellen Aussehen haben wir das normale, dann eine
ja, sieht so ein bisschen politikermäßig aus, finde ich, Kleidung. So Technikerklamotte. Ganz hässlichen Fummel, deswegen würde ich sagen, bleiben wir da mal bei dem. Ich glaube schon, ne? Ich finde das ja eigentlich auch okay. Komm, dann nehmen wir das, warum nicht? Und bei der Panzerung können wir mal schauen. Es müsste auch... Ne, wie ging denn das? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach genau, beim Typ können wir das aussuchen. Da gibt es ein paar zur Auswahl. Einmal das normale, dann können wir die Cerberus Sturmpanzerung nehmen. Ach so, es ist doch nicht ganz nur Aussehen, sondern das hat auch ein paar Fähigkeiten dann doch mit drin, aber das werden wir dann da noch mit sehen, wenn es dann zu den Kampfeinsätzen kommt. Und davon abgesehen haben wir noch die Kollektoren-Chitin-Panzerung. Was die Kollektoren sind, verrate ich an dieser Stelle mal noch nicht, weil wir das noch nicht hatten. Das ist aber natürlich eine Ausrüstung, die man normalerweise nicht hat. Das gehört mit zu einem DLC dazu. Wir bleiben mal bei der normalen N7-Ausrüstung und laufen wir ohne Helm rum? Ich weiß es nicht. Hier kommen wir, setzen mal irgendeinen auf. Was steht denn da hier? Was haben wir denn da? Erhöht Gesundheit um 5%. Erhöht Gesundheit um 5%. Okay, ist beides dasselbe. Nehmen wir den hier. Gut, haben wir auch einen Helm im Gesicht. Und schauen mal beim Unbekannten vorbei. Ein Lagerraum? Merkwürdig. Wo ist denn der Unbekannte? Nicht hier. Commander Shepard. Der Unbekannte. Ich dachte, wir würden uns persönlich treffen. Eine notwendige Vorsichtsmaßnahme. Nicht ungewöhnlich für Leute, die das wissen, was Sie und ich wissen. Was genau wissen Sie und ich denn? Dass unser Platz im Universum weniger sicher ist, als wir glauben möchten. Dass ein Mann, ein ganz besonderer Mann, womöglich alles ist, was zwischen der Menschheit und der größten Bedrohung unserer kurzen Existenz steht. Die Reaper. Schön, dass Ihr Gedächtnis noch funktioniert. Wie geht es Ihnen? Kommen Sie zum Punkt. Was machen die Reaper, dass Sie dazu veranlasst hat, mich zurückzubringen? Wir sind im Krieg. Niemand will es zugeben, aber die Menschheit wird angegriffen. Während Sie geschlafen haben, sind ganze Kolonien verschwunden. Kolonien der Menschen. Wir glauben, dass jemand dahinter steckt, der für die Reaper arbeitet. So wie Saren und die Geth für die Sovereign gearbeitet haben. Sie haben es selbst gesehen. Sie haben alle besiegt. Das ist nur ein Grund, warum wir sie ausgewählt haben. Ein Krieg passt gar nicht zu Cerberus. Warum beschäftigen Sie sich mit der Sache? Unsere Aufgabe ist die Weiterentwicklung und die Erhaltung der Menschheit. Wenn die Reaper uns zu Zielen erklären und auslöschen wollen, wird Cerberus sie aufhalten. Wenn wir darauf warten, bis die Politik oder die Allianz handelt, sind keine Kolonien der Menschen mehr übrig. Die Sovereign wollte das gesamte Leben in der Galaxie auslöschen. Warum sollten es die Reaper auf ein paar Kolonien der Menschen abgesehen haben? Hunderttausende Kolonisten sind verschwunden. Ich finde, das kann man schon als Auslöschen bezeichnen. Niemand achtet darauf, weil die Angriffe scheinbar zufällig und in abgelegenen Gegenden stattfinden. Ich weiß nicht, warum plötzlich die Menschheit ihr Ziel ist. Vielleicht haben sie ihre Aufmerksamkeit erregt, als sie einen von ihnen getötet haben. Ein Krieg passt gar nicht zu Cerberus. Warum beschäftigen Sie sich mit der Sache? Verzeihung. Unsere Aufgabe. Ich krieg's mal weg. Warten, bis die Politik oder die Allianz handelt, sind keine Kolonien der Menschen mehr übrig. Haben Sie einfach gerade die Reihenfolge hier geändert, kann das sein? Für die Kosten meiner Wiederherstellung hätten Sie eine ganze Armee ausbilden können. Sie sind einzigartig. Nicht nur wegen Ihrer Fähigkeiten oder Erfahrungen, sondern wegen dem, wofür Sie stehen. Sie sind in einem entscheidenden Augenblick für die Menschheit eingetreten. Sie sind mehr als ein Soldat. Sie sind ein Symbol. Ich weiß zwar nicht, ob Reaper Angst haben können, aber sie haben einen von ihnen getötet. Davor müssten sie Respekt haben. Wenn es sich um eine Bedrohung der Menschheit handelt, müssen sie die Allianz mobilisieren. Sie haben beim Kampf gegen die Sovereign empfindliche Verluste erlitten. Der Wiederaufbau ist noch im Gang. Es fehlt ihnen an Ressourcen, um die Bedrohung durch die Reaper zu verifizieren. Es ist leichter, Söldnern und Piraten für die Entführungen die Schuld zu geben,
und praktischer. Wenn das wahr ist, wenn die Reaper dahinter stecken, dann denke ich darüber nach, ihnen zu helfen. Ich wäre enttäuscht, wenn sie all das akzeptieren würden, ohne es mit eigenen Augen zu sehen. Es steht ein Shuttle bereit, um sie nach Freedom's Progress zu bringen. Der letzten Kolonie, die entführt wurde. Miranda und Jacob werden sie briefen. Miranda hat Wilson kaltblütig getötet. Jacob ist nicht mehr als ein Söldner. Und denen soll ich vertrauen? Wilson war einer meiner besten Agenten. Aber er war ein Verräter. Miranda hat genau das getan, was ich von ihr erwartet habe. Und sie hat ihr Leben mehr als einmal gerettet. Jacob ist Soldat. Einer der Besten. Er hat mir nie völlig vertraut. Aber er hat das auch immer offen zugegeben. Sie werden gut mit ihnen klarkommen. Bis auf Weiteres. Bin ich freiwillig hier oder habe ich mich bereits freiwillig gemeldet? Sie haben immer eine Wahl, Shepard. Wenn Sie die Beweise nicht finden, nach denen wir beide suchen, können wir uns wieder trennen. Aber fliegen Sie erst nach Freedom's Progress. Finden Sie so viele Hinweise wie möglich. Wer entführt die Kolonisten? Gibt es eine Verbindung zu den Reapern? Ich habe sie zurückgebracht. Für den Rest sind Sie zuständig. Wir haben letztlich keine wirkliche Wahl. Und die Sache ist, zwangsweise müssen und können wir Jacob und Miranda auch vertrauen, denn es ist tatsächlich so. Ich meine, wir waren tot. Das heißt, eigentlich haben wir nichts zu verlieren. Die haben uns wieder zurück ins Leben gebracht und es wäre eigentlich dämlich, wenn sie uns da wieder in den Tod schicken würden. Und gekonnt hätten sie damit dann auch nichts. Außer einen Haufen Geld verbraten, natürlich. Richtig verbrannt. Na, mit Miranda lässt sich nicht reden. Schade. Ich finde übrigens, Miranda hat ein übelst breites Gesicht. Ich weiß nicht, das ist total merkwürdig, wenn man hier mal... Na, komm mal. Hier, wenn man sich das mal anschaut. Irgendwie ist das ein bisschen zu breit geraten, habe ich das Gefühl. Das stört mich immer total an Miranda. Ich muss da jedes Mal drauf schauen. Das ist wie so ein Unfall. Also nicht, dass sie total hässlich wäre, aber dieses breite Gesicht stört mich schon. Und Jacob, mit dem lässt sich auch nichts reden. Also bleibt uns nichts anderes übrig. Oh, hier werden wir beobachtet. Sowas. Letztendlich bleibt uns nichts anderes übrig, als den Worten des Unbekannten vorerst zu vertrauen und nach Freedom's Progress zu gehen, um uns anzuschauen, was so passiert ist. Achso, ich drücke auch die falsche Taste. Vielleicht liegt es daran. Natürlich, weil ich das ja abgeändert habe wieder. Der Unbekannte ist von Ihnen sehr beeindruckt. Ich bin wirklich gespannt, ob Sie bei dieser Mission seine Erwartungen erfüllen können. Ich werde nicht zulassen, dass später jemand vor Ort meine Befehle missachtet. Ich weiß, wem ich unterstehe. Solange Sie nichts unternehmen, um Cerberus zu hintergehen, werde ich Ihre Befehle befolgen. Keine Sorge. Wir werden herausfinden, was mit den Kolonisten geschehen ist. Naja, zumindest sind Sie selbstbewusst. Hoffentlich nicht zu Unrecht. Wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Ihre Einstellung ist dabei nicht sehr hilfreich. Vor Ihren Fähigkeiten habe ich ehrlichen Respekt, Shepard. Ich mache mir nur Sorgen wegen Ihrer Beweggründe. Ich glaube an das, wofür Cerberus steht. Nur die Zeit wird zeigen, ob sie für unsere Sache ein Gewinn oder ein Risiko darstellen. Tja, vielleicht sollte ich mir eher Sorgen um deine Beweggründe dabei machen. Was können Sie mir über die Kolonie sagen, die wir ansteuern? Freedom's Progress? Eine typische Menschenansiedlung in den Terminus-Systemen. Sie hat eine kleine militärische Truppe zum Schutz, unterstützt von Mechs und Sicherheitsdrohnen. Rundum durchschnittlich. Wirklich. In keinster Weise bemerkenswert. Bis zu dem Verschwinden. Irgendeine Idee, was uns dort möglicherweise erwartet? Jede Menge leere Gebäude und ein riesiges Fragezeichen. Ich würde gerne von verantwortlicher Stelle etwas mehr über das Lazarus-Projekt erfahren. Ich war nicht verantwortlich. Das war der Unbekannte. Hätte ich das Sagen gehabt, wäre einiges anders gelaufen. Was hätten Sie denn anders gemacht? Als erstes hätte ich Ihnen sowas wie einen Kontrollchip eingepflanzt. Aber der Unbekannte hat das nicht genehmigt. Er hat befürchtet, das könnte Ihre Persönlichkeit beeinflussen. Ihren Charakter verändern. Er hat nichts zugelassen, was ihr Potenzial in irgendeiner Weise hätte einschränken können. Immerhin ist sie ehrlich, muss man mal sagen. Ich kann nicht behaupten, dass mir die Idee zusagt, mit einem Kontrollchip im Gehirn ins Leben zurückgebracht zu werden. Der Unbekannte geht mit Ihnen ein gewaltiges Risiko ein. Ich hoffe nur, dass es sich auch auszahlt. Erzählen Sie mir etwas von sich. Zweifel an meinen Qualifikationen? Ich kann einen Mech mit meinen Biotiken erledigen oder ihm auf 100 Meter den Kopf wegschießen. Sie können sich's aussuchen.
Ich wollte eigentlich etwas mehr über Sie als Mensch erfahren. Ich bin nicht auf der Suche nach Freunden, Shepard. Konzentrieren Sie sich auf die Mission. Haben Sie und Jacob gemeinsam in der Allianz gedient? Nein. Der Unbekannte hat mein Potenzial erkannt und mich schon in jungen Jahren rekrutiert. Wie alt waren Sie da? Alt genug, um zu wissen, dass es genau das war, was ich wollte. Es ist offensichtlich, dass Sie an einem Gespräch nicht interessiert sind. Wir haben einen Auftrag. Wir können darüber reden oder ihn einfach erledigen. Ice cold bitch. Wird sich aber noch ändern mit Miranda. Natürlich wird auch sie irgendwann noch ein bisschen auftauen. Ich bin froh, dass der Unbekannte Sie davon überzeugt hat, sich uns anzuschließen, Commander. Ich will nur herausfinden, was mit den Vermissten geschehen ist. Cerberus vertraue ich noch immer nicht. Ich nehm's zur Kenntnis. Vertrauen Sie mir, Commander? Sie sind ein guter Mann, Jacob. Aber Sie arbeiten vielleicht für die falschen Leute. Mag sein. Aber das habe ich in meiner Zeit bei der Allianz auch immer gedacht. Deshalb bin ich jetzt hier. Wissen Sie etwas über die Kolonie, zu der wir unterwegs sind? Sie heißt Freedom's Progress. Viel mehr weiß ich auch nicht. Aber das kriegen wir alles raus, wenn wir dort sind. Sie sagten, Sie hätten in der Allianz gedient? Insgesamt 5 Jahre lang. War überall in der Galaxie stationiert. Hab sogar ein paar Jahre als Korsar verbracht. Von Korsaren habe ich noch nie gehört. Eine Unternehmung der Allianz. Unabhängige Raumschiff-Captains wurden für Missionen angeheuert, die nicht in die offizielle Zuständigkeit der Allianz fielen. Offiziell gehörten wir gar nicht zur Allianz. Hätte man uns erwischt, hätte sie leugnen können, uns überhaupt zu kennen. Wir unterlagen angeblich keinerlei Beschränkungen und Regeln. Aber der Amtsschimmel wieherte trotzdem so laut, dass man sein eigenes Wort nicht mehr verstand. Ich habe am Ende einfach aufgegeben. Ja, da hat Jacob ja jetzt quasi schon die zweite Allianz-Unternehmung, bei der er mitmacht. Also Cerberus ist ja eigentlich auch aus Allianz-Budget entstanden. Die sind ja keine private Einrichtung eigentlich gewesen, sondern die haben mit zur Allianz gehört, haben sich dann aber davon losgesagt und sind quasi zu bösen Rebellen geworden. Ja, und da sind sie nun heute und arbeiten unabhängig für ihre eigenen Ideale und die sind manchmal eben nicht so ganz richtig und vor allem wird auch öfter mal ziemlich gewissenlos gehandelt bei denen. Warum haben sie sich Cerberus angeschlossen? Ich hatte es wohl einfach satt, dass ich nie etwas bewirkt habe. Viele der Aktionen der Allianz erschienen mir so sinnlos. Ich dachte, nach dem Angriff auf die Citadel würde sich alles ändern. Die Menschen wurden endlich dazu eingeladen, sich dem Rat anzuschließen. Aber nichts hat sich geändert. Politik, Bürokratie, dieselbe Scheiße nur mit neuen Anführern. Cerberus ist ganz anders. Wenn Kolonien sich nicht mehr melden, wird keine Kommission einberufen, die dann einen Bericht schreibt, um das Vorgehen zu besprechen. Wir gehen einfach hin und finden's raus. Wie gut, dass du jetzt bei mir landest, denn ich bin ja ein Spectre und das bedeutet, du kannst auch ohne jegliche Bürokratie helfen. Und das Gute dabei ist noch, du musst nicht für Cerberus arbeiten, sondern kannst unter jemandem dienen, der wirklich moralischen Ansprüchen genügen kann. Das ist vorerst alles. Jawohl, Sir. Gut, damit machen wir uns auf den Weg und haben hier dieses Intermezzo abgeschlossen. Shepard ist zusammen mit Agenten Taylor und Lawson Angriff auf Anlage entkommen. Anlage durch Fernzündung zerstört. Bergungsteams werden alle belastenden Daten vernichten. Unterziehe auf Anraten von Miranda andere Zellen einer Sicherheitsprüfung, um sicherzustellen, dass Wilson unser einziger Maulwurf war. Ungeachtet der Kosten war Projekt Lazarus ein Erfolg. Shepard ist zurück. Gut, was haben wir denn da? Boni importieren. Sie haben folgenden Boni erhalten, weil Sie einen Charakter mit Stufe 50 nach Mass Effect 2 importiert haben. Da haben wir es nochmal stehen. Einiges an Erfahrung, sodass wir einen Start auf Stufe 3 hatten. Einige Credits, Element Zero, Iridium, Palladium, Platin und vorbildlich Punkte sowie auch ein paar abtrünnigen Punkte, die aber völlig egal sind. Ja, das mit den ganzen Rohstoffen, das werden wir noch sehen. Das wird hier eine andere Bedeutung haben als in Mass Effect 1. Dort haben wir das ja nur gesammelt, um quasi Credits zu kriegen. Das ist hier nicht ganz so, sondern hier brauchen wir wirklich dann die Rohstoffe selbst und werden sie nicht verticken. Und wir sehen schon, mit dem Geld ist es ja auch ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob da die Inflation um sich gegriffen hat oder ob hier einfach alles teurer ist und wir verdammt gut verdienen. Aber wir kriegen schon am Anfang 30.000 Credits und hatten ja auch so schon einiges an Geld im Portemonnaie. Gut, was haben wir noch? Sie haben 100.000 Bonus-Credits erhalten, weil Sie einen reichen Charakter aus Mass Effect 1 importiert haben. Sehr schön. Deshalb haben wir so viel Geld also gehabt.
M100 Granatwerfer, den haben wir schon gesehen, der Schnellfeuergranatwerfer, den finde ich ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Ach, die Vorcha-Söldner des Bloodpacks schätzen den, so. Die werden wir noch kennenlernen. Vorcha sind auch eine Alien-Rasse, die kommt dann später mal. So, Credits haben wir auch ein paar gekriegt und damit können wir den Bericht schließen. Auf nach Freedom's Progress. Und mal schauen, was es dort zu erkennen gibt. Süß, ein Marco. Oder sowas ähnliches.